Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Flaconi günstigen Adventskalender. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Naja, was heißt günstig, ne? 49,95 ist jetzt ja eigentlich nicht so super günstig, aber in Relation zu fast 180 Tacken, was der andere Adventskalender bei Flaconi kostet, ist der günstig. das ist eigentlich der klassische, ne? Das ist dieser 24 Beauty Gifts for You Adventskalender. Wir haben hier drei Schubladen, wo sich die einzelnen Boxen drin verbergen. Und die Schubladen ziehe ich mir jetzt gleich einfach mal so raus. Das Motiv da drauf ist nicht besonders weihnachtlich, aber es ist kunterbunt und bunt ist schön. Ich kann dann nämlich gleich ganz einfach die Produkte hier in die Etagen reinstellen und dann sehen wir immer wieder die Produkte. Finde ich auch mal ganz cool. Wir starten einfach mal mit der Nummer 1. Das ist fast komplett gefüllt mit dem Produkt, finde ich super. Hier haben wir etwas drin, was ich auch schon mal verwendet und aufgebraucht habe von Foamy. Die feste Duschpflege mit Pfefferminz und grünem Tee, intensiv belebend. Das ist ein plastikfreies Produkt und ich kann das empfehlen. Ich habe das als Duschpflege auch verwendet und ja, hat gut getan, hat gut gereinigt und war schön. Ne? Das ist, ich glaube, sogar ein seifenfreies Waschstück dann auch. Und es hat hier auch so ein Hängefee mit dabei. Die Noppen sind auch ein Traum. Die sind natürlich irgendwann abgenutzt, aber es ist super. Und hier an dem Hängefee steht halt drauf, was es ist. Hier steht Bodybar drauf. Und wenn man dann zum Beispiel, wie ich damals, da hatte ich gleichzeitig nämlich eine Bodybar, dann auch eine feste Gesichtspflege, festes Shampoo und feste Spülung gleichzeitig von Foamy in Anwendung. Dann kann man das nämlich unter der Dusche auch auseinanderhalten. Finde ich klasse. Die Nummer 2. Hier haben wir ein Produkt von Naturebox drin. Das ist mit kaltgepresstem Arganöl ohne Silikone. Ein Nährpflege-Haaröl. Klasse. Für sofortige Pflege und Schutz vor Spliss. Das finde ich auch super. 70 ml haben wir hier drin enthalten und das ist halt einfach so ein Haaröl, was man sich reinmachen kann, nachdem man die Haare gewaschen hat, bevor man sie halt föhnt oder nachdem man sie geföhnt hat. Ich mache sowas aber meistens vor dem Föhnen noch extra drauf, ne? Und ja, das pflegt halt die Haare nochmal und gerade jetzt so, wenn diese Heizungsluft kommt und die Luft so trocken wird, meine Haare werden total frizzig und mit sowas nährt man die Haare nochmal so ein bisschen und deswegen finde ich gut. Die sehr schmale Nummer 3. Oh, ja, Klassiker, ne? Wir haben hier eine Bambuszahnbürste drin. Yay, feiere ich eine innerliche Party. Hydrophil, das ist eine Zahnbürste, die aus Bambus besteht. Bambus ist der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt und dementsprechend ist es ein sehr nachhaltiges Produkt. Wir haben hier einfach kein Plastik mit dabei. Es ist klasse, aber ich mag kein Holz in meinem Mund, ne? Ebenfalls in der obersten Schublade ist die Nummer 4. Passt zur Nummer 3, aber es ist halt einfach eine Zahnpasta. Die ist gut, ne? Habe ich auch schon verwendet von Marvis. Classic Strong Mint, 25 ml. Die reinigt die Zähne wunderbar. Ist echt ein gutes Produkt, aber ich brauche die nicht in einem Adventskalender. Die Nummer 5 ist der Tag von Nikolaus. Und hier haben wir von No eine, also von No Make-up, ne? Eine hydratisierende Wellness-Maske Spa Today. 15 ml, ein veganes Produkt. Das finde ich schön, ne? So eine Maske ist nicht verkehrt, kann man immer gut gebrauchen. Das ist so eine Creme-Maske, glaube ich. Ja, ja. Und ja, Masken sind toll. Haben wir eigentlich auch dekorative Kosmetik hier in dem Adventskalender? Ich hoffe. Mal schauen, was wir zu Nikolaus bekommen. Veleda, ein straffendes Gesichtsöl. Mhm, okay, also dementsprechend ist der Adventskalender dann eher für Erwachsene gedacht und weniger für Teenager und Kinder. Mindert Linien und Falten, aktiviert die Zellerneuerung mit Granatapfel und ja, 30 ml haben wir hier drin. Das ist schon mal so weit so gut. Gesichtsöl kann ich persönlich mit trockener Haut, vor allem in der Weihnachtszeit, auch das, in der Winterzeit sehr gut gebrauchen. Ist mit so einer Pipettenflasche. Das sieht gut aus, das mag ich gerne leiden. In der ersten Schublade finden wir auch nun wieder die Nummer 7. Oh, ein großes Produkt. Ja, das ist lecker. Hair Skin and Nail Gummies, Sugar Free mit Kollagen von der Flaconi Eigenmarke. Hier sind 30 Stück, also 60 Gramm drin enthalten. Und ja, das sind Haarvitamine. Da kannst du maximal 5 Haargummis pro Tag nehmen. Achtung bei solchen Produkten. Ich esse die auch, ne? Ich werde das auch behalten und verwenden. Die wachsen aber dann wirklich überall am Körper, die Haare, ne? Nicht vergessen. Das heißt auch dann, ja, musst du öfters mal die Achseln und Beine rasieren und so. Wichtig.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Hier haben wir einen Lippenpflegestift drin. Das ist so ein Klassiker in Adventskalendern, finde ich, ne? Oh yes, loving nature. Hallo, ich bin Coconut mit Bio-Kokosöl. Eine Lippenpflege mit Naturkosmetik. Aus Naturkosmetik, genau. 100% recycelbar, ohne Tierversuche, ohne Mineralöle. Aus recyceltem Plastik und Papier ist die Verpackung gemacht. Albertfein. Jo, das finde ich schön, das finde ich interessant. Die Lippenpflegestifte von Oh yes habe ich noch nicht ausprobiert. Lohnt sich bestimmt mal, das auszuprobieren. Was war das für eine? Ich weiß auch nicht. Worüber dürfen wir uns in der Nummer 9 freuen? Es ist auf jeden Fall schwer, es ist groß und es ist für die Haare. Schön, den kenne ich noch. Gotobi Schutzengel 220 Grad Hitzeschutzspray für heiße Styles mit Gloss Finish. Schützen, glänzen, pflegen. 75 ml haben wir hier drin enthalten. Ja, das ist halt nicht nur, wenn du deine Haare Hitze behandelst, also glättest oder lockst oder so, sondern auch eine gute Geschichte, wenn du die zum Beispiel föhnst oder wenn du im Sommer draußen halt, ne, mit den offenen Haaren oder mit Haaren allgemein rumläufst. Ja, läuft. Das schützt die Haare halt irgendwie. Die Nummer 10 ist extrem leicht. Auch hier haben wir was von der Flaconi Eigenmarke drin, ein Make-up-Blender. Also quasi unser erstes Make-up-Produkt, würde ich mal so sagen, ne? Jo. Schön. Gucken wir uns mal den Blender an, wie das ist. Er ist auf jeden Fall in so einem lila-blau. Schaut so aus. Oh, fühlt sich angenehm an. Also eine schöne Weichigkeit und hat eine runde Spitze. Schön. Die Nummer 11. Jetzt habe ich die Ader zu dekorativer Kosmetik entdeckt und jetzt werden sie mutig, Leute, denn hier habe ich einen Concealer drin. Manhattan Powder Matte Camouflage Concealer. 7 ml in der Farbe 100 Fair. Also das dürfte mir von der Farbbezeichnung her passen. Aber mutig hier eine Farbe reinzupacken, weil du weißt ja überhaupt nicht, welche Hautfarbe die Person hat, die das auspackt, ne? Oder welchen Bräunungsgrad man gerade so hat. Ja, also mir persönlich... Also von der Farbbezeichnung her könnte er passen, aber also wenn ich das so dran halte, sieht er recht gelb aus. Muss ich ausprobieren. Die Halbzeit ist relativ klein. 12. Schön, ich habe hier echt die dekorative Kosmetikader entdeckt, denn hier habe ich hier schon, muss ich mal schütteln, von Essie einen Nagellack drin. Das ist die Farbe Make a Splash, finde ich wunderschön. Das ist ja voll mein Style, ich mag es sehr bunt, ne? Ich kann es nicht leugnen. Und zwar ist das so ein, ja, ich weiß nicht, hellgrau-blau. Aber der hat so Holoschein mit drin. Wow, der sieht richtig geil aus. Ne? Richtig eisig und passend. Und das ist geil. Direkt daneben befindet sich die Nummer 13. Noch mehr für die Nagelgeschichte. Schön, ein Topcoat von Alessandro. Ein Überlack. Das ist eine kleine Größe mit 5 ml. Auch sowas, ne? Kann ich immer gut gebrauchen, weil ich öffne sehr viele Adventskalender. Ich rödel im Haus rum, bin am Renovieren, rödel im Sommer im Garten rum. Da mache ich immer fein Topcoat drüber. Was nicht immer hilft, wie dieser Finger verrät, weil manchmal, ja, bleibt man dann doch irgendwie unschön irgendwo hängen, ne? Ja, aber so reißt dann halt nur der Nagellack ab. Yay. Okay, ja, finde ich total klasse. Ich finde, also einerseits finde ich es geil, dass ich gerade so eine dekorative Kosmetikader habe. Andererseits finde ich, es ist ziemlich schlecht verteilt, oder? Na toll, jetzt habe ich es ausgesprochen und jetzt wird sicherlich die Nummer 14 wieder Pflege sein. Hm, die haben wir hier. Nee, hi. Das ist ein Lippi von Catrice. Richtig witzig. Demi Matt 060 ist die Farbbezeichnung. Die Verpackung sieht so aus. Die ist wirklich so matt schwarz. Ist tatsächlich nichts für mich. Also von der Farbe her sicherlich. Und oh, sieht auch beautiful aus. Aber Problem, ich mag nicht so gerne matte Lippenprodukte. Das sieht einfach nicht bei mir so aus, weil das einfach in die Lippenfältchen so reinrutscht und so. Und mag ich nicht. Ich bin ja eher für shiny, piney, rampampam. Aber eine coole Farbe. Die Nummer 15, da ist bestimmt eine Gesichtsmaske drin, ne? Von der Größe her, von dem Gewicht her, kann ich mir gut vorstellen. Haben wir auch von Kneipp die Tuchmaske Hydropflege, geil, mit Wasserminze, Agave, Kaktuswasser, Feuchtigkeit und frische Kick für dich und deine Haut, 24 Stunden Feuchtigkeitseffekt und das ist diese Clean Beauty Reihe von Kneipp, was ich sehr, sehr toll finde. Das ist ein schönes Produkt, da habe ich richtig Bock drauf. Holla die Waldfee, die Nummer 16 ist ganz schön schwer. Ah, guck mal, hier haben wir von Nivea ein festes Shampoo, pH Balance mit Kokosmilch, verleiht Glanz und reinigt sanft für normales Haar. Riecht unfassbar gut jetzt gerade hier raus, ne? Muss ich wirklich sagen, obwohl ich keinen Kokosduft mag.
riecht das so ein bisschen nach frisch gewaschener Wäsche. Sehr, sehr angenehm. Bei mir ist das Problem wirklich bei diesen festen Shampoos, dass es meine Haut einfach, meine Kopfhaut zu sehr austrocknet und meine Haare auch zu strohig macht. Deswegen kann ich das leider nicht verwenden. Finde ich aber sehr, sehr nice, dass wir hier sowohl ein festes Shampoo als auch schon eine feste Duschpflege drin haben. Boah, die 17, die ist echt groß. Finde ich mega und die ist schwer. Haben wir hier vielleicht eine Kerze oder sowas drin? Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch. Also ich persönlich, wenn ich die neu befülle, ich werde in die 17 eine Kerze reinmachen. Mache ich nämlich super gerne bei Adventskalendern. Nee, wow. Wir haben hier, krass, ich muss dann gleich mal mein System etwas umdisponieren, weil es hängt schon durch, man sieht es kaum, ne? Von Glisskur, Schwarzkopf-Glisskur, Versiegelung 2-in-1-Kur, richtig geil. Für splissgeschädigtes Haar, das machst du entweder vor dem Shampoo für ein leichtes Pflegeergebnis oder nach dem Shampoo für ein intensives Pflegeergebnis rein. Ich mag die so gerne. Also diese Glisskur-Spülungen, die riechen ultimativ gut. Also das ist, glaube ich, auch echt ein Produkt für mich, ne? Und die haben eine tolle Wirkung. Boah, das riecht so geil. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das riecht einfach so geil nach Pflege, Cremigkeit, nach, oh, mach mich in dein Haar und werde glücklich, Claudinchen. Danach riecht das. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche mit der Nummer 18. Ja, hatte ich letztens mal irgendwo in der Box drin, glaube ich. Mhm. Von Apricot Facial Patches, Gesichtspatches, Down the Frown. 24 Zornesfalten Reduktionsviecher sind das. Das sind so Patches, die du dir halt da wirklich auf die Zornesfalte drauf machst. Also quasi das Ding, was hier so zwischen den Augenbrauen kommen kann, wenn man böse guckt, ne? Da so. Also ich habe irgendwie zwei, weil meine Augenbrauen dann einfach verlängert sind und da sind. Und ich habe nicht so eine in der Mitte. Sehr verrückt bei mir, ne? Egal, auf jeden Fall kann man das da drauf machen, um halt diese Faltentiefe zu reduzieren oder um halt die Falte überhaupt daran zu hindern, zu entstehen. Ja, ist nett. Die Nummer 19. Polar möchte auch mit dabei sein und zwar mit einer Nachtcreme. 15 ml von der Revitalizing Cream mit Borealalge. 95% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Ja, das ist eine Marke, die halt auch sehr natürlich irgendwie dann ist und so, ne? Ich habe auch viele davon schwärmen hören. Das passt natürlich vom Motiv her mit den Sternchen und so zu dieser Weihnachtsgeschichte. Oh, die Nummer 20 mag ich von ihrer Farbgebung her, weil die so rosa, hellblau, türkis ist. Aber die fühlt sich an, als wäre da gar nichts drin. Ich dachte gerade, Moment, warte. Ich habe da so reingeguckt und dachte mir, ja, da ist auch nichts drin. Aber da ist was drin. Keine Sorge. Und zwar haben wir hier von Essence die Lashes to Impress, die 01 Single Lashes. Ich verwende keine Lashes. Das heißt, kein Produkt für mich. Es gibt genug Leute, die das verwenden, einfach um die sich hier so außen dran zu machen. Oder wenn man irgendwelche Looks schminkt, Halloween-Looks oder so, dass man die sich unten halt auch so dran macht und so, ne? Bin ich kein Fan von, aber jo, so hat man einfach mal Lashes drin. Eine Mascara hätte mir ein bisschen besser gefallen. Weiter geht es mit der Nummer 21. Ach guck, hier haben wir einen Eyeshadow Brush drin, auch aus der Flaconi Eigenmarkengeschichte, also quasi ein Lidschattenpinsel. Finde ich ganz interessant. Schön finde ich aber halt wirklich, dass Flaconi so einige Eigenmarkenprodukte eben reinpackt, ne? Weil ich persönlich kenne das gar nicht so, das Sortiment von denen. Und so kann man es einfach mal kennenlernen. Hier hat sich ein bisschen was verschoben. Das schieben wir eben wieder nach oben. Das war ein Reim. Oh, den muss ich waschen, denn der ist so ein bisschen explodiert, wie man sieht, ne? Das ist, ja, so ein fluffiger Pinsel. Jetzt gerade noch ein bisschen fluffiger, als er wahrscheinlich muss, weil dieser Überzieher gerade ein bisschen nach unten gerutscht war. Nee, aber finde ich cool. Das sieht sehr interessant aus. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind die auch gar nicht mal so ultra günstig von Flaconi. Fühlt sich auch recht hochwertig an. Mag ich. Und hier habe ich jetzt die Nummer 22. Ja, ich glaube, die gehen jetzt auch wirklich so vor wie auch bei der Zahnbürste und der Zahnpasta. Denn hier haben wir dann direkt nach dem Lidschattenpinsel auch eine Lidschattenpalette drin. Das finde ich geil. Von Bella Pierre Cosmetics, die Brown Eyed Girl Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Da bin ich ja mal echt gespannt auf die Farben, die da so drin sind. 4 Farbtöne sollen hier drin sein. Oh, okay. Ja. Schön, dunkel, Weihnachtslook auf jeden Fall gesichert, ne? Also das sieht echt ansprechend aus. In der Nummer 23 könnte vielleicht noch so ein bisschen ein Chill-Produkt drin sein, eine Maske oder ein Badezusatz oder sowas, ne? Dass man einfach nochmal so ein bisschen vor dem ganzen Weihnachtsfest ein bisschen runterkommt. Nee, hier ist dekorative Kosmetik drin und zwar von Dreina oder
Mina, so wird es ausgesprochen, genau. The 24 Hours Pen Eyeliner, den habe ich auch selber. 1,2 ml sind hier drin enthalten. Und das ist auch so ein Filz-Eyeliner. Und ja, damit kann man sich dann, wie auch heute hier, so einen schönen Eyeliner ziehen. Hat so eine lange Spitze. Das ist auf jeden Fall cool. Trommelwirbel, was befindet sich in der Nummer 24, wenn wir schon eine Lidschattenpalette drin hatten und so weiter und so fort? Ich persönlich, wenn ich jetzt so hier auf meinen Stapel gucke, ne, vermisse vielleicht noch ein Körperprodukt, denn wir haben bislang nur ein einziges Körperprodukt hier drin gehabt. Relativ viele Gesichtspflegeprodukte, ein bisschen Haarpflege und relativ viel dekorative Kosmetik. Also vielleicht ist hier was für den Körper drin oder was auch cool wäre, ein super teures Augenserum oder eine super teure Gesichtsserumsgeschichte oder so. Mal reinschauen. Es ist Pflege und zwar von Dr. Botanicals Strawberry Superfood Overnight Face Mask. Ach, interessant. Für alle Hauttypen ist die geeignet und ja, 50 ml sind hier drin. Ich mag ja Erdbeere, deswegen auf jeden Fall ein cooles Produkt. Hätte ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt, ich lasse es jetzt mal, ne, weil das ist noch eingeschweißt, hätte ich nicht in der 24 erwartet. Hier haben wir dann einmal den Inhalt von dem Adventskalender, was jetzt so ein bisschen wild aussieht, aber ne. Ja, ich habe versucht zu sortieren. Er hat mir richtig gut gefallen. Ohne Witz, für 50 Euro bekommt man eine schöne Rundumgeschichte. Ein, zwei Produkte hätte man sich sparen können oder austauschen können, wie jetzt zum Beispiel die künstlichen Wimpern durch eine Mascara oder so, ne? Aber ganz ehrlich, es ist ein geiler Inhalt. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein schöner Mix aus dekorativer Kosmetik und Pflege. Wir haben natürlich kein super weihnachtliches Design, aber wir haben einen schönen Inhalt und der gefällt mir. Preis-Leistungs-Verhältnis-technisch denke ich auch, dass wir ganz gut dastehen werden. Und deswegen ein empfehlenswerter Adventskalender. Schaut ihn euch gerne an, falls euch der Inhalt gefallen hat oder falls ihr denkt, dass der oder die Beschenkte sich über den Inhalt freuen würde. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!